Man sieht die Abreisesituation, dass die Tochter, meine Tochter Thekla, ja, die heute in Linz im Museum, im Landesmuseum beschäftigt ist, ja, liegt hier in einem Obstkarton, schön gepolstert. Wir hatten dann natürlich unser Auto schon ausgerüstet mit Autosicherheitsgurten. Schön rundum, vorne zwei, hinten drei. Ja. Der Autosicherheitsgurt wurde wenig benutzt dann, weil meine Frau sagte, ich schnall mich nicht an, die Kinder haben nichts. Und der Initialsatz war dann, Hermann, mach da was. Die Kinder haben nichts. Ja, und dann habe ich begonnen, da was zu machen. Gell? Und habe mir überlegt, was ist denn am praktischsten in so einem Auto? Es ist wenig Platz. Was kann man da machen? Gell? Und da ist mir gekommen, die Idee der Luftmatratze. Und da hat man dann als erstes einen aufblasbaren Kindersitz gemacht. Das war ein für mich sehr interessantes Berufsleben, muss ich wirklich sagen, dass man so in einem Fachgebiet Pionierleistung machen kann, mit den Normen auch gestalten zum Teil. Ja. Das muss ich wirklich sagen, obendrein war es eine Sache, die hier entwickelt wurde, die nicht zum Schaden der Menschheit erfolgt ist, ja. Und also in so rundum eigentlich ein zufriedenes Berufsleben gehabt, ja.